Leute, willkommen zum zweiten von insgesamt sechs exklusiven X-Defined Gameplays. Heute haben wir die Fraktion Phantoms auf der Map Ekelon Headquarter wieder Domination, also Herrschaft Punkt A, B, C einnehmen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Wer das erste Video gesehen hat, sorry nochmal für die absolut schlechte Tonqualität. Ich habe das Gameplay leider zu leise aufgenommen und hatte Probleme mit meinem Mikro. Mittlerweile habe ich das Problem gefunden. Wir fangen jetzt also direkt an und können uns ein bisschen über nettes Gameplay hoffentlich freuen. Und bin gespannt. Die Map habe ich schon mal in der Beta gespielt. Und wir haben auch die Phantoms, glaube ich, die zweite Klasse. Ja, genau. Sieht optisch sehr, sehr geil aus. Und der Kollege spielt. Oh, die MP5. Hallo. Die COD-Freunde werden sich freuen. Ich sag mal schnell die Fähigkeiten, bevor das Gameplay losgeht. Ultimative Domination Fähigkeit: comes natural to the Aegis. Phantoms. Wenn ich es richtig ausspreche, kugelförmiges Plasmaschild kombiniert mit einem Elektroschrot-Flintchen. Für Kämpfe auf engem Raum. Three, Du hast ein two, Schutzschild, kannst one. dann aber Can schön I mit einer do it? I can't Elektropumpe throw those Zerg shells, rumballern. dude. Throw a Zerg with no Passiv tank, no abgehärtet, du AR, hast or mehr any Gesundheit. assault. Seht ihr hier gerade im Gameplay, du hast 20 Lebenspunkte mehr. Ich spare Deploying mir one of die those OBs. völlig komplizierte We got the zone. Beschreibung. Und dann haben wir noch eins von zwei aktiven Fähigkeiten, die wir wählen können. Einmal Magazinbarriere, eine elektromagnetische Barriere, die du aufstellen kannst. Die Schüsse und Granaten blockiert, ist auch gerade ausgewählt, wie ich sehe. Und die zweite wäre ein Elektroschild. Ein Schild, was du vor dir hältst, damit kannst du Leute wegstoßen, die kriegen dann wahrscheinlich noch einen Elektroschlag. Müssen wir mal sehen, ob das jetzt hier genutzt wird, das weiß ich nämlich nicht. Wie gesagt, ich kenne die ganzen Gameplays nicht. Und dann schauen wir mal. Oh, die MP5, ich freue mich jetzt schon. Oh, da haben wir schon das Schild. Ihr seht, wir selber können natürlich durchschießen, die Gegner aber nicht. Das ist natürlich richtig effektiv. Ah, das. Okay. Ihr seht übrigens hier Jumpshots. Jumpshots sollen extrem unakkurat sein. Das heißt nicht wie bei COD Jumpshotten und du bist das schwerste Ziel der Welt. Deine Waffe soll sehr, sehr ungenau werden, was ich als Mechanik und für den Realismus extrem wichtig finde. Das geht mir in vielen COD-Teilen ultra auf den Zünder. Auch eine sehr enge Map, wo ich sage, die Cleaner-Fraktion ist wahrscheinlich extrem stark hier. Und die Map ist nicht so bunt wie im ersten Gameplay. Also wer die erste Folge nicht gesehen hat vom exklusiven Stuff, habe ich von Ubisoft exklusiv zur Verfügung gestellt bekommen, wer sich wundert. Optisch richtig geile Map. Ich habe sie mal gespielt, die ist anstrengend zu spielen. Ach, da haben wir schon Cleaner. Alles klar. Die Pyromanen unter euch werden sich freuen. Ah, das sieht geil aus. Und gib mir mal ein Feedback. Wie gesagt, im ersten Video war der Ton fürs Gameplay leider sehr schlecht. Der Sprecher quatscht manchmal ganz schön viel. Hier geht's tatsächlich. Aber ich glaube, der könnte mir auch ziemlich auf Zünder gehen. Ultimative Fähigkeit ist bereit. Schauen wir mal. 30 Sekunden Cooldown für das Barriereschild sehe ich gerade. Oh, alles klar, aktiv. Oh. Boah, das ist aber frech, die können nichts machen. One-Shot, kein Problem. Okay. So richtig effektiv konnte man natürlich jetzt nicht sehen, wie die Reichweite der Shotgun ist. Und wie gesagt, Kill für Kill oder wenn du Assists machst, quasi beim Töten eines Feindes hilfst, ohne dass du ihn selber final getötet hast, füllt sich deine ultimative Fertigkeit. Gilt natürlich nicht für deine taktische Fähigkeit. Die hat eine ganz normale Zeit-Cooldown. Pum, pum, pum. Und hier hört man übrigens sicherlich im Gameplay viel besser den Hitmarker, das Feedback, wenn du einen Gegner gekillt hast. Das klingt einfach geil. Kling, kling. Mega. Und was ich richtig geil finde,
wie schnell dieses Schild aufgebaut ist. Es dauert nicht erstmal ewig, bis das irgendwie steht. Das ist sofort am Start. Der hat aber noch schön gebrannt. Brandmunition auf den Sack gekriegt. Oh, habt ihr das gesehen, wie schnell der gestorben ist? Der hat jetzt quasi nur den Flammenwerfer vor den Sack gekriegt. Seht ihr im ersten Gameplay mit dem Pyroman-Fuzzi, mit dem Cleaner? Du stirbst so ultra schnell. Der hat ja 120 Leben. Achtung. Das dauert ja nicht mal eine Sekunde. Oh mein Gott. Da kannst du nichts machen, Alter. Krass. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Auf Wiedersehen. Das ist heftig. Oh mein Gott. Also wie gesagt, auf kleinen, engen Maps, so Arena-lastige Maps, ist, glaube ich, die Cleaner-Klasse richtig heftig. Du siehst an der Lebensanzeige vom Gegner, hat man gerade gesehen, falls es nicht aufgefallen ist, wer mehr Lebenspunkte hat. Standard 100, 120 oder sogar 140. Es gibt eine Extra-Klasse, die noch mehr hat. Aber durch eine aktive Fähigkeit. Ultimative Fähigkeit, glaube ich sogar. Weiß jetzt nicht mehr welche, aber greifen wir in einem der nächsten Videos auf jeden Fall auf. Alter, jetzt geht aber richtig ab. Oh, seine Fertigkeiten sind deaktiviert, ich glaube. Aber welche Fertigkeit war das? Die Phantoms? Nee, Phantoms sind ja die. Irgendeine Klasse, da konntest du die Fertigkeiten hacken. Weiß aber jetzt nicht, welche das war. Echelon war das, glaube ich. Echelon? Moment. Wie hieß die? Nee, DeadSec war es, glaube ich. Wir werden es schon noch feststellen. Phantoms, Echelon, Echelon, DeadSec, keine Ahnung. Oh, das ist... Alter, Flammenwerfer ist echt finster. Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Oh, no way. Zone B is compromised. Also der hat ja schon mal von Haus aus 20 Lebenspunkte mehr. Das wäre halt mal interessant, inwieweit dir das einen extremen Vorteil verschafft. Gegen den Flammenwerfer schon mal nicht. Da, Schaden über Zeit. Molotow-Cocktail nur durchgelaufen. Von 120 auf 70, weil er zu lange drin war. Warum stirbt denn der nicht? Ach, das war ein Teammate, glaube ich, oder? Ah, ich glaube, es war ein Teammate, oder? Also du musst auf jeden Fall Close Range, ganz wichtig mit der Shotgun, ansonsten wird das nichts, hat man gerade erkannt. Ja, auch auf mittlere Distanz? Was war denn das? Da war ja gerade gar nichts. Okay, ich wollte die MP5 gerade loben auf mittlere Distanz. Boah, aber richtig schön reingeslidet. Ah, die Runde war schon vorbei. Das ging flott. Das ging sehr flott. Ladies and Gentlemen, wie immer, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr vom Gameplay? Könnt ihr es auch kaum noch erwarten, wie ich und viele andere, bis der Release von XDefiant endlich da ist. Das war es auf jeden Fall von mir. Freut euch aufs dritte von insgesamt 6 Videos. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.